Okay. Aber du darfst nicht lachen, okay? Okay. Okay. Ich mach gar nichts. Oh Mann, ich muss schon lachen, wenn ich zu dir gucke. Ja. Max, du darfst nicht lachen, sonst muss ich mitlachen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hier heute live aus Sri Lanka. Ihr konntet mir ja eure Fragen stellen und diese werde ich jetzt versuchen zu beantworten. Mein Freund wird sie heute für euch vorlesen. Und ich hoffe, dass das Meeresrauschen nicht zu laut ist und dass es nicht ganz so schlimm ist, dass ich hier einen Schatten im Gesicht habe, aber es ist so sonnig, deshalb brauche ich den jetzt, weil ich sonst gar nichts sehe. Okay, wir legen jetzt einfach los. Wie geht es dir im Moment? Danke, mir geht es gut. Ich bin im Urlaub und alles ist schön. Würdest du mal ausprobieren zu voltigieren? Ja, wenn ich ein Pferd dazu hätte, aber ich glaube, dass ich mich ziemlich blöd anstellen würde, weil ich schon auf dem Boden irgendwie keinen Handstand oder Rad oder irgendwas Cooles hinbekomme und auf dem Pferd ist es ja noch schwieriger. Also ich würde es vielleicht ausprobieren, wenn ich ein Pferd dazu hätte, aber ich würde es nicht gut hinkriegen. Was ist dein nächstes Reiseziel? Mein nächstes Reiseziel, das haben wir uns auch gefragt, ne Max? Ja. Ja, wissen wir noch nicht, weiß ich noch nicht. Irgendwas in der Nähe, vielleicht im Sommer. Und dann nächstes Jahr wieder irgendein großes Reiseziel, wo es lange weggeht. Ja, also keine Ahnung. Aber irgendwo in die große, weite Welt hinaus. Warum hast du angefangen zu reiten? Ja, ich fand Pferde schon immer toll. Und vielleicht auch ein bisschen durch meine Mama und meine Tante, weil die auch schon immer mit Pferden zu tun hatten und ich auch schon immer mit bei den Pferden war. Ja, und dann irgendwann kam halt mein erstes Pony. Und dann... Seit da bin ich mein Leben lang geritten. Was ist dein Ziel für diese Saison? So ein bestimmtes Ziel habe ich eigentlich gar nicht. Erstmal wieder überhaupt ins Turniergeschehen irgendwie reinkommen, also wieder ein bisschen Routine sammeln, weil wir jetzt ja gar nicht auf dem Turnier waren. Und dann, ja, kein großartiges Ziel eigentlich. Hast du einen Freund? Ja, der Max, der liest nämlich gerade die Fragen vor, hier oben auf dem Felsen. Deshalb gucke ich auch immer mal nach oben und nicht in die Kamera. Bist du noch bei Reit-TV? Jein. Also, nein. Ich habe meine Kündigung weggeschickt und bin dann auch nicht mehr bei Reit-TV. Bist du Espresso schon mit... Uandare? Was? Gitten? Das ist ein K. So. Du hast eine Sauklaue. Sag mal, kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Bist du Espresso schon mit Kandare geritten? Warum förderst du ihn nicht weiter in der Dressur? Ja, ich bin Espresso schon mit Kandare geritten. Ich habe auch eine sehr schöne für ihn. Aber ich fördere ihn im Moment jetzt nicht so intensiv in der Dressur, weil er immer ein bisschen unmotiviert ist. Das habe ich ja schon öfters mal irgendwo gesagt und erwähnt. Und klar, man reitet fast jeden Tag Dressur, aber er ist da einfach nicht so der Motivierteste, der dann irgendwie, oder mit dem man jeden Tag Lektionen reiten kann. Ja, klar übt man immer jeden Tag weiter und trainiert auch in der Dressur, aber jetzt so leistungsorientiert halt irgendwie nicht. Welche ist deine Lieblingsschabracke? Habe ich so eigentlich keine, aber ich mag meine blauen ganz gerne. Alle eigentlich. Was war deine höchste Wertnote auf einem Turnier? Meine höchste Wertnote war, glaube ich, im Springen und in der Dressur eine 8,5. Von 10? Ja. Okay. Was war deine schlechteste Wertnote? Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber das war mit dem Espresso eine 3,0. Der Espresso. Das muss man erstmal schaffen, ja, ich weiß. Ich habe ja schon gedacht, dass es schlecht ist, aber dass es so schlecht wird, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ja, jetzt kann ich drüber lachen, aber in dem Moment war das dann schon ein kleiner Schock. Naja. Deshalb halt auch nicht so viel Dressur, ne? Ist nicht so das Palastpferd auf dem Turnier. Springen oder Dressur und Spooks oder Piqueur? Springen und Dressur ist beides cool, aber mit meinem Espresso eher Springen. Und Spooks oder Piqueur, ich mag beides. Was genau studierst du? Ich habe jetzt mein Studium in Erziehungswissenschaften abgeschlossen
und werde aber jetzt noch einen Master dranhängen. Also nochmal 4 Semester. Wie würde Espresso als Mensch aussehen? Ich glaube, der Espresso wäre ein ganz schön cooler. Keine Ahnung. Der wäre bestimmt hübsch und nett, aber auch ein bisschen frech. Achso, das ist ja jetzt kein richtiges Aussehen, ne? Ich glaube, er wäre groß, schwarzhaarig, muskulös und ja, das wäre ein cooler Typ. Also ein Fitnessstudio-Typ, oder? Ein Fitnessstudio-Typ vielleicht, aber er ist auch eigentlich so ein bisschen faul. Also würde ich auch eher sagen, so ein Sonnenanbeter irgendwie im Sommer, der sich dann immer an See setzt und sich bräunt und in der Sonne chillt. Würdest du mal ein Video machen, wo du auf dem Espresso voltigierst? Ja, das ist ja wieder eine Voltigierfrage. Also ich glaube, auf dem Espresso voltigieren wäre eher schwieriger. Er lässt sich zwar super gut longieren, aber er hat keinen sehr bequemen Trab. Und da voltigieren stelle ich mir etwas schwierig vor. Wäre mal eine große Herausforderung, aber das so machbar ist, muss ich mal gucken. Zweifelst du manchmal an dir selbst, wenn du reitest? Ja, natürlich zweifelt man manchmal an sich, wenn man reitet. Und auch ich manchmal an mir. Aber das gibt sich dann immer wieder relativ schnell. Also klar denkt man sich manchmal, oh, warum klappt irgendwas nicht? Aber ist jetzt bei mir nie so, dass ich dann vom Pferd absteige und heule und denke, oh mein Gott, es wird alles nie mehr wieder klappen. Also nicht so schlimm. Wie lange kommt Espresso aufs Paddock? Espresso kommt im Winter den ganzen Tag aufs Paddock und im Sommer dann, nachdem er von der Koppel reinkommt. Also eigentlich ist er immer den ganzen Tag draußen, es sei denn, es schüttet in Strömen, weil er ist nicht so das Regenpferd, das findet er immer ein bisschen blöd. Da ist er dann nicht den ganzen Tag im strömenden Regen draußen. Kannst du mal Zuschauer zu Hause besuchen und zum Beispiel mit aufs Turnier fahren? Wäre auch mal eine coole Idee. Wenn ihr da Lust drauf hättet oder habt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und vielleicht lässt sich ja dann der ein oder andere Besuch dieses Jahr noch einrichten. Wäre auf jeden Fall was Cooles, glaube ich. Reitest du auch ohne Sattel auf Espresso? Ja, im Sommer reite ich ganz, ganz oft ohne Sattel, weil es einfach total cool und entspannend ist. Im Winter, wenn er etwas wilder ist, eher weniger, aber ja, ich reite oft ohne Sattel. Hast du dir überlegt, ein S-Springen zu reiten oder wieder eine Dressur zu starten? S-Springen nicht in absehbarer Zeit, nein. Und Dressur kommt drauf an, wie motiviert der Espresso ist. Wenn ich irgendwie jetzt mal 4-6 Wochen reite und mir denke, oh, der Espresso ist aber motiviert im Moment und versuchen wir es mal wieder, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Also das entscheide ich relativ spontan. Wie sieht dein Traumpferd aus? Traumpferd habe ich so eigentlich keins. Ich habe mir immer schon ein schwarzes Pferd gewünscht und Espresso ist jetzt mein erstes schwarzes Pferd. Aber von den Eigenschaften her ist es total schwierig zu sagen, weil ja jedes Pferd anders ist. Aber ja, es sollte schon halbwegs hübsch sein und einen coolen Charakter haben. Und ja, aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was mein Traumpferd ausmacht. Willst du irgendwann ein Nachwuchspferd kaufen? Ja, irgendwann bestimmt nicht in absehbarer Zeit. Aber wenn irgendwann ein neues Pferd kommen sollte, dann ein junges Nachwuchspferd, ja. Wie hat dir die Fragerunde gefallen? Das war eine sehr abrupte. Kannst du nochmal fragen? Steht hier gar nicht. Ich weiß, aber trotzdem. Wie hat dir die Fragerunde gefallen? Oh, ich fand, das war eine sehr abwechslungsreiche Fragerunde. Mit ziemlich abwechslungsreichen Fragen. Ja, ich hoffe, dass ich viele eurer Fragen beantworten konnte. Die Fragen, die ich nicht beantwortet habe, habe ich eigentlich alle schon in alten Videos beantwortet, die ich euch nochmal auch in der Infobox verlinken werde. Zum Beispiel zum Thema, hattest du vorher schon Pferde, Informationen zum Espresso und so weiter, wie hast du angefangen zu reiten? Ja, ich hoffe, dass man jetzt alles halbwegs gut verstehen konnte durch die Wellen und das Rauschen und man mich gut sehen konnte und ich nicht zu oft weggeguckt habe. Ja. Haben wir noch was vergessen, Max? Tschüss. Soll ich noch Tschüss sagen? Ja. Du auch? Okay. Tschüss. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Sagst du auch noch Tschüss? Tschüss. So was Blödes.
Quatsch. Ich zeig dich gleich. Hier, guckt ihn euch an. Da sitzt er auf dem Felsen. Ganz cool und lässig mit seiner Sonnenbrille und seinen Fragen. Ja.